Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen One Piece Theorie. Und heute geht es um den beliebten Shanks. Viel Spaß. Strohhut zu Shanks Todesgrab. Wird diese große Schlacht mit etwas Gutem enden? Wir wissen's nicht, doch es bleibt Legende. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diese Szene, wo die Gorosei zu sehen war nach dem Marineford-Krieg. Und nun, als dieses Kapitel ursprünglich veröffentlicht wurde, war es ja kurz nach Ace Tod so, dass wir Fans dachten, dass der eine Gorosei sich nur auf Ace beziehe bei dem, was er gesagt hat. Aber jetzt, wo ich das Kapitel oder diese Stelle nochmal gesehen habe und darüber nachgedacht habe, ja, da dachte ich mir halt, warum sollten sie sich auf Ace beziehen und dabei den Namen Portgas an seiner Stelle verwenden, obwohl zu dem Zeitpunkt der wahre Name, nämlich Goldie Ace, schon bekannt war. Eine andere Sache, die seltsam ist, ist die Tatsache, dass der Name Portgas D im Rampenlicht gehalten wurde, aber irgendwie jetzt zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wegen Ace Hinrichtung, und deshalb denke ich, dass es noch einen anderen Portgas D dort draußen gibt. Und wenn ja, muss er ein Pirat sein, dessen Name schon recht bekannt ist, wenn selbst die Gorosei versuchten, den Namen Portgas und die Identität eines anderen D geheim zu halten. Nun, offensichtlicherweise ist Goldie Roger bisher die berüchtigste Person mit einem D im Namen, und nicht nur Roger war ein D, beziehungsweise hatte ein D im Namen, denn selbst die Frau, in die er sich verliebte und mit der er ein Kind hatte, war auch ein D. Und deswegen habe ich mal wieder nachgedacht. Könnte es möglich sein, dass, und jetzt passt auf, Leute, könnte es möglich sein, dass Rouge einen jüngeren Bruder hatte? Jemand, der Roger getroffen hatte, als er zum ersten Mal die Insel besuchte. Jemand, den Roger motiviert hatte, auch ein Pirat zu werden. Jemand, dem er den Strohhut geben würde. Ich spreche nur über einen Mann und ihr kennt ihn alle. Portgas D. Shanks. So nenne ich ihn jetzt mal. Und nun beginnt das Ganze hier etwas spannender zu werden. Warum war Shanks ein ganzes Jahr im Windmühlendorf? Was hat er dort getrieben? Wieso war er dort? Was war es, was ihn überhaupt auf diese Insel brachte? Ganz einfach, Leute. Er hat einen Neffen. Und an dieser Stelle wiederholt sich die Geschichte. Shanks besucht das Windmühlendorf, um zu überprüfen, wie es seinem Neffen geht. Dort traf er dann zufällig auf Makino und verliebte sich in sie. Während dieser Zeit trifft er einen kleinen Jungen namens Monkey D. Ruffy und inspiriert ihn, ein Pirat zu werden, und gibt ihm den Strohhut. Paar Jahre später kehrt Shanks zurück und hat ein Kind mit Makino, welches wir bisher nur in Coverpages gesehen haben. Roger besucht Batteria, trifft und verliebt sich in eine Frau namens Portgas D. Rouge, und während dieser Zeit inspiriert er ihren kleinen Bruder Portgas D. Shanks, ein Pirat werden zu wollen, und nimmt ihn auf sein Schiff als Lehrling auf. Ja, und ein paar Jahre später kehrt dann Roger auf Batteria zurück und hat ein Kind mit der Schwester von Shanks, also Rouge. Und ja, Shanks besuchte halt das Windmühlendorf und wie gesagt verliebt sich in Makino. Während seines Besuches inspirierte er Ruffy, welcher ein kleiner Bruder für Makino war, ein Pirat werden zu wollen, und ja, er gab Ruffy den gleichen Strohhut, den ihm Roger einst vor so vielen Jahren gab, und weist ihn an, ihm den Strohhut eines Tages zurückzubringen. Ja, und wie schon gesagt, nach ein paar Jahren kehrte Shanks halt wieder zurück zum Windmühlendorf und bekam das Kind mit Makino. Es gibt aber auch noch ein paar kleinere, weitere Dinge, auf die ich hier eingehen wollte. Zum Beispiel war Shanks sehr unnachgiebig, als er mit Whitebeard redete wegen der Sache mit Ace und dass er Blackbeard aufsuchen wollte. Und nein, das war auch nicht irgendwie Ruffys Wunsch, den Shanks da ausgeführt hat, sage ich mal, denn das würde keinen Sinn machen. Shanks ist ein Pirat und er will, dass Ruffy weiter wächst und stärker wird. Außerdem hatte er echt Sorgen um das Wohlbefinden von Ace. Das kann man eigentlich damit argumentieren, weil Ace Rogers Sohn war, aber zur gleichen Zeit war Shanks Sorge, die er zeigte, größer als die von Whitebeard. Der zweite Punkt ist die Tatsache, dass Shanks zu Marineford ging, um den Krieg ein Ende zu setzen. Leider war er zu spät und zeigte sich erst, als Ace bereits getötet war, aufgrund der Tatsache, dass er Kaido stoppte, einen hinterhältigen Angriff gegen Whitebeard zu starten, was wiederum Ace garantierter Tod wäre. Und kommen wir nun zum letzten kleinen Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Dieser Punkt ist nicht groß und könnte auch zufällig so gekommen sein, aber Shanks wird von vielen Leuten, oder besser gesagt von allen, immer Rothaar Shanks genannt. Wir haben seine Schwester Portgas D. Rouge in dem Fall, und Rouge ist französisch und bedeutet rot. Und ja, so glaube ich, dass Shanks wahrer Name Portgas D. Shanks ist und dass er in der Tat der jüngere Bruder von
Podcast die Rouge ist und der Onkel von Ace. Shanks hatte aber noch einen weiteren wichtigen Grund, die Tatsache geheim zu halten, dass er zur Familie Podcast gehört. Wenn die Regierung wusste, dass Shanks ein Podcast war, hätten sie die Verbindung zu Roger und Rouge direkt gecheckt, weil Shanks ja in Rogers Crew war. Er hat Ace somit die Chance gegeben, seinen eigenen Weg im Leben zu wählen und ja, wenn Ace wüsste, dass Shanks auch ein Podcast-D war, würde es bedeuten, dass, egal was passieren würde, Ace nicht mehr in der Lage sein würde, seine Verbindung mit Roger zu entkommen. Und während Marineford als Shanks fragte, ob er die Leichen von Ace und Whitebeard bekommen darf und die Marinesoldaten behaupteten, dass es ihr Recht sei, als Sieger in diesem Krieg ihre Köpfe abzuschneiden und sie für die Welt zu zeigen, war Sengokus Antwort, nur weil du es bist, Shanks, werde ich es erlauben. Das lässt mich auch wieder glauben, dass Shanks einen Grund hatte, ihre Körper zu nehmen und darauf aufzupassen, vor allem bei Ace. So, und nun kommt auch noch wirklich eine allerletzte kleine Sache, die ich anmerken wollte, die interessant ist, und zwar geht es um Podcast die Rouge. Und ja, man sollte beachten, dass ihre Haarfarbe als Strawberry Blond bezeichnet wird, beziehungsweise reddish blond, also so, ja, rot-blond gemischt. Und ja, es gibt nicht viele Charaktere in One Piece, die rote Haare haben. Mir fallen da natürlich Shanks, Kid, Bastille, dieser eine Shandia-Krieger, dessen Name ich nicht mehr im Kopf habe, und Rouge ein. Und ja, vielleicht ein Zufall, aber es scheint irgendwie perfekt ausgerechnet, sage ich mal, zu sein, dass zwei Personen mit roten Haaren eine direkte Verbindung zu Roger hatten. Ja, ansonsten wäre es das hier auch wieder mit dieser kleinen Theorie. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen. Tja, und tschüss.